Hey YouTube, willkommen zurück bei Mad Mike und den Dorpioten. Hier mit dem guten GamesPlanet.com spielen wir Far Cry 4 weiter. Die Tür mach auf, die Tor mach weit. Es riecht und klingt nach Heiterkeit. Da haben wir schöne Sachen. Schleichen uns einfach mal hier so ein bisschen entlang. Also, weißt du warum? Du. Oh, fuck. Gut. Oh, der arme Kerl. Du bist ein Pfad, ein Terrorist. Ein Böser. Und ich bin der Gute. Das heißt, ich würde eigentlich gar nichts tun. Ich möchte zuhören. Und die Leute sagen, ich wäre ein fantastischer Zuhörer. Bestimmt. Wenn du mir einfach sagst, wer deine Freunde sind, was sie genau planen und wann es passiert, brauchen wir das nicht. Ja. Atme. Ich habe gehört, das Stromstöße ist gut für die Verdauung. Wir wissen schon, dass du uns ausspioniert hast. Aber woher kennst du AJ Gale? Ich geh noch ein bisschen in der Zwischenzeit. Was will der goldene Pfad nur von ihm? Ja. Ich könnte interagieren, aber ich will noch ein bisschen zuhören. Hey Baby, nein, ich habe ein Meeting, ich kann gerade nicht. Call me! Ja, du weißt ja, wie stressig es hier ist. Wir haben einen neuen Kunden und ich bin unsicher, ob er anweist. Das ist sehr geil, also nein, sie... Ich rufe dich zurück, wenn ich fertig bin. Das sollte nicht lange dauern. Ja, wie geht's dem Mädchen? Es ist sein Pass und sein Mädchen oben. Gib allen einen Kuss von mir, okay? Kann es sein? Ich liebe dich, ich dich auch. Ich bin Terrorist, aber ich erzähl's dir nicht. Hey, kein Problem. Ja, vielleicht bin ich einer. Weißt du, ich würde dich eigentlich kündigen. Aber meine Frau, sie würde das nicht verstehen. Vor ein paar Jahren hat meine Firma sich verkleinert und all meine Aufgaben an ein drittes Weltloch vergeben, wie... Naja, wie hier eigentlich. Ja, das ist gemütlich. Steht da. Mann, ich muss da lang. Habe ich das gehasst. Aber diese Ahnung, dieser kleine Feind ist praktisch hier. Und da war ich nun. Die Frau auf Arbeit, ich die Kinder in der Schule und ich lag nur auf der Couch. Jeden Tag. Und starte in die... Glotze. Scheiß Glotze. Richtig. Ich glotze jetzt auch gerade TV. Aber dann sah ich ihn. Durch das sehr schön sauber gemachte Dr. Bild hier. Phil. Bekommt ihr das auch hier draußen, Dr. Phil? Super. Und er sagte, daran erinnere ich mich genau, weil das vergesse ich nie. Wenn du glücklich werden willst, ultra spannend. Dann finde es dein wahres Ich. Ja, dein wahres Ich, ja, tief in dich steckt es. Blitzschlag. Ja, hier riecht es schon ein bisschen angebrannt. Klar, dass ich das wertschätzen muss, was ich gut kann. Und zu deinem Leidwesen ist es das. Ja, er schreit schon, bevor es losgeht. Gut. Also ich mach das folgende. Ich versuche es so gut zu machen, wie ich es irgend kann. Wenn ich dieser Arbeit um den halben Globus folgen muss, dann werde ich genau das tun. Ich bin die Synchro ist aber echt saugut. Ich bin der verdammte Mann! Das haben sie gut ausgegeben, Geld. Gut Leute gefunden. Also, wenn ich sage, ich kann das den ganzen Tag machen. Gut. So. Warum lässt du nicht alles los? Zum Beispiel die Kacke. Normalerweise ist bei solchen Sachen auch immer das Problem, dass man plötzlich sich die Hose macht. Habe ich gehört. Ist nicht so, als ob es jemand schon hatte. Ich frage mich, wie lange es weitergeht, bis ich jetzt mal selber was machen kann. Ah, er ist ohnmächtig. Ich glaube, das war's. Na, Pause. Nochmal kurz einen Noggern. Einen Snickers nehmen, wenn es mir länger dauert. Man weiß es nicht. Ja, das war's wohl. Der arme Kerl, ey. Auf jeden Fall ist jetzt relaxter durch die Stromstöße. Guck mal, was dahinter ist. Hinter Tor Nummer 2! AJ Gale. Hi. Mein Name ist Sabal. Schön. Ich gehöre zum Goldenen Pfad. Das ist eine Narbe im Auge. Wir sind Freunde. Ich kannte deinen Vater. Und der andere Wir kannte deine Mutter. Um dich zu retten, Sohn von Mohan. Ja. Und was ist mit Dapan? Du hast Top-Priorität. Wir müssen dich sicher hier rausbringen, koste es, was es wolle. Dapan würde es verstehen. Nun bleib bei mir. Okay, also der eine kennt meine Mutter, der andere kennt meinen Vater. Oh, oh los! Brauch eine Waffe! AJ, wenn die Tür sich öffnet, halt den Kopf unten und rüber zum Truck. Gib mir einfach eine Waffe! So schnell wie du kannst! Gib mir einfach eine fucking Waffe! Ja, verstanden. Eins, zwei, drei! Ja. Au, meine Ohren. Man konnte den Sound nicht anpassen. Los geht's!
Ja, ich Kopf unten halten heißt in dem Fall so durch die Gegend rutschen, ne? Rein da. Go, fahren Sie! Wo ist meine Mutter? Oh, ein Elefant. Da zieht er Musik an. Und der fährt erstmal. Juhu! Unter dem Armaturenbrett ist eine Waffe. Hat wo? Geil. Fässer sind gut. Nachladen? Ah, sehr schön. Sind wir sicher? Wahrscheinlich nicht. Finde ich gut. Da kommt Spaß. Weg von dir. Ja, ich sehe es. Oh. Schieß auf ja. Sie. Ja. Scheiße. Ich sehe nichts. Pass auf. Ah. Zum heilen Haar halten. Schon mal kurz verbinden hier. Ja, was gezeichnet? Was ist denn das sowas? Ah ja. Ah, der ist weg. Ja, auf. Nee, glaub ich. Rechts! Festhalten! Was? Wo? Oh. Das ist einfach eine Schramme. Oh. Ja, dafür sind Bäume da, um fallende Autos abzuhalten. Aber hauptsächlich Musik höre ich noch. Ich wollte nur Urlaub machen hier. Hm? Wo bin ich denn hier? AJ, wenn du mich hörst, antworte. AJ Gale, antworte bitte. Ich glaube, der hat irgendwas im Kopf liegen. Es gibt bestimmt Aspirin. Hallo? Kann das bestimmt wieder fixen. Kyra sei Dank. Hier ist der Ball. Wo bist du? Keine Ahnung. Irgendwo im Wald? Fuck. Der Fahrer ist tot. Okay, hör mir zu. Sieh dich um. Du müsstest einen Turm in der Nähe sehen. Den musst du irgendwie erreichen. Das hört sich so gerade auf dem Weg dort. Ist das Abu? Aus Simpsons? Also rüber zum Turm. Entschuldigung okay. Für den Rassismus-Kack. Definitiv nicht Rassist, aber es ist einfach dieses Klischee. Yay, ich habe jetzt endlich eine Waffe. Hier, schön. Schönes Gebüsch robben. Findet ihn ja toll. Da kommen sie schon. Nein, will ich nicht. Okay. Kann man eigentlich immer Steine werfen? Ja, kann man, gut. Mit T kann man nämlich Steine werfen. Dann wurde auch gerade erklärt im Übrigen. Also da, die Kamera ist immer so ein bisschen da unten. Die Entdeckungsanzeige füllt sich, wenn Gegner im Begriff sind, dich zu entdecken. Es ist vollständig gefüllt und blinkt, wurdest du entdeckt. Okay, drücke T, um Stein zu werfen und abzulenken. Das haben wir gerade schon gemacht. Und Hocke haben wir auch schon gemacht. Also, mit Steuerung. Habe ich umgestellt, ist eigentlich standardmäßig C. So, ich schmeiße mal ein Steinchen da hinten hin. Ja. Es ist alles okay. Ja, das sagen sie immer, in jedem Film. So, warte mal. Das war alles nur ein furchtbares Missverständnis. Natürlich. Zeig dich, dann können wir das klären. Ist ja kein Problem. Guck mal da hinten. Da hat's gekloppert. Das muss nicht so laufen wie jetzt. Ah, oh, der tut mir jetzt aber leid. Wo ist die Waffe? Erstmal noch schnell durchsuchen. Ist mir doch egal. Komm raus. Wherever you are. Oh. Da hinten hat's geklappelt. Hast gehört? Ja. Ja, genau das gleiche wie eben auch. Das ist gut. Komm mal, kriegst du noch ein Steinchen? Komm raus und zeig dich. Zack! Was, wo? Oh, fuck. Ja, das ist, befürchte ich auch. Weiter. Wo ist er? Da. Ich sehe ihn nicht. Irgendwas Rotes. Genau vor mir. Ah, da oben. Nee? Hab ihn. Kopfschuss. 25 XP. Da oben ist noch was. Was? Wo? Ah. Okay, ich muss mal kurz ein bisschen rennen gehen. Dass ich irgendwie das Ziel verlasse. Ich sehe nämlich nichts. Oh, die Grafik ist fantastisch, Leute. Muss ich unbedingt mal antun, das Spiel. Yeah, Baby, ich rock mich hier wie John McClane durch den Dschungel. Wie Tarzan an der Liane. Na gut, das vielleicht nicht.
Ja, ich will auch gar nicht entkommen. Ich will auch nicht länger rankommen, mein Freund. Ich will dir einen Kuss mit meiner Klinge geben. Aber erstmal durchsuche ich den da. Ich habe gerade ein Kondom gefunden. Das werde ich bestimmt noch brauchen. Wenn ich dem Oberbösewicht schön in den Hintern fiep. Verflucht, er ist abgehauen. Ja. Ist er. Aber er möchte gerne noch looten. Mal gucken. Ob ich das noch gelootet krieg hier. Ja. Opiumpfeile oder Pfeife? Weiß ich gar nicht. Pfeile oder Pfeife? Ich gehe mal hier unten am Wasser entlang. Jetzt geht es natürlich wieder auf Erkundungstour. Finde ich sehr geil im Übrigen hier. Kann ich denn auch meine Waffe irgendwie wechseln? Ah, da ist der gute Mann. Habe ich gefunden. Das ist gar nicht da oben. Da muss ich nur lang. Ja, ja, gleich. Steinchen in die Richtung. Ich muss also wirklich hier diesen Wasserlauf entlang, wie es aussieht. Kann man sich eigentlich beugen? Nee, ach, hier! Das Radio-Menü. Sehr schön, das Wasser plätschern. Gucken wir mal um die Ecke. Ah, da oben sind noch zwei. Yeah, baby. So geht das. Warte, der hat er hier noch irgendwie... Wo ist er denn hin? Lag hier nicht gerade noch eine Leiche in der Gegend rum? Man weiß es nicht. Übrigens, bei tiefen Gewässern bin ich immer ein bisschen vorsichtig mittlerweile. Du kannst unter Wasser schwimmen, um dich von Gegnern zu verstecken. Mhm. Wasser. So sieht das nämlich dann unter Wasser aus. Sehr schön, ne? Da gibt es dann auch wieder Krokodile und sonstigen Blödsinn. So. Sehr genial. Munition für Sturmgewehre nehme ich also automatisch selber auf. Na, das muss ich durchsuchen. Alles klar. Was war denn eigentlich die andere Taste? Die muss man mal kurz ausprobieren. Moment. Du hast doch hier halten zum Bewegen. Achso, man kann Leichen quasi verstecken. Das finde ich ja geil. Kommt man es früher eigentlich auch schon? Und wenn, dann weiß ich es nicht mehr. Ich glaube schon. Erstmal hinschmeißen. Nee, ich will sie durchsuchen. Ach, habe ich es jetzt gleich durchsucht dadurch? Naja, das ist nicht schlecht. Okay, laufen wir mal weiter. Laufen wir mal normal weiter. Ich glaube, hier ist relativ... chillig. Das ist eine fantastische Grafik. Oh, hier würde ich mir gerne meinen Sonnenschirm. Verpisst euch. Okay, hier gibt es anscheinend das erste Fell. Zum Häuten. Kennen wir ja noch vom letzten Mal. Schön da rein. Und einpacken. Und lecker. Ja, es ist das gleiche Prinzip. Öffne das Waffenrad, indem du 1, 2, 3, 4 Q gedrückt hältst und wähle den Köder aus. Das ist echt ein Köder? Ach, geil, damit kann man Raubtiere anlocken. Also, das machen wir mal. Moment. Also, ich kann hier quasi, ne, das Fleisch auswählen. Okay, wir brauchen erstmal ein Ziel. Schauen wir erstmal, ob ich wieder ein Ziel finde. Okay, da gibt es noch mehr Köder. Holen wir mal direkt. Ein bisschen schneller. Was ist das hier? Ein Känguru? Uah. Was habe ich jetzt aktiviert? Direkt erschreckt. Wie komme ich da wieder raus? Das ist meine Kamera. Sehr schön. Okay, das war wohl E? Nee. Ja, wie komme ich da wieder raus? Scheiße. Ach, Y wegstecken. Lesen. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil hier. Aber ich kann es wenigstens. Oh, fuck. Ist der unten? Ja, da sind sie. Alles klar, also sie meinten sowas wie Radl-Menü-Dings. Wo versteckst du dich? Warte. Ja, und dann? Was mache ich dann? Er ist ganz nah! Weiter suchen! Ja, das... Warum kommst du nicht raus, Gale? Ganz einfach, weil ihr mich erschießen würdet. Ich müsste mal ganz kurz gucken hier. Wie geht das mit dem Köder nochmal? Nee. War dann wohl der Wind. Hat mich nicht gesehen. Mal ganz kurz rumgehüpft. Ach, wisst ihr was? Dann machen wir es ganz auf dem regulären Wege nochmal. Takedown!
So. Schnell mal durchwühlen hier. So, und in den Busch wieder hineingebuschelt. Das ist hübsch hier. Ich glaube, da ist nämlich noch einer irgendwo. Was ist das da oben eigentlich? Da fliegt. Da sitzt was in der Luft. Ach, guck mal hier. Kann ich weit werfen eigentlich? Ja, es geht schon. Zack! Den brauchst du nicht mehr, den Lungenflügel. Oh. Oh, da ist noch einer. Au, 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 au. What the fuck, what the fuck? Ich glaube, das war zu schnell. Stell die mächtige Vogelspritze Level 2 her und benutze sie, um Kugeln auszuweichen. Oh, man kann Kugeln dann ausweichen, das ist neu. Verbessere deine Gesundheit über das Fähigkeitenmodul. Ja, okay, ist in Ordnung. Ich weiß jetzt, wie es geht. Das heißt, wir machen einen kleinen Cut. Dann mache ich da wieder weiter, wo ich gerade gestorben bin. Dementsprechend passt alles.